Früher gab es wenig weibliche Jazzmusikerinnen. Ich kann mich erinnern, in meiner Anfangszeit immer die Fragen, Mensch, Mädel, und ich war ja auch sehr schlank und sehr zierlich, und wieso spielst denn du so ein Monstrum von Instrument? Spiel doch Flöte oder Klavier oder irgendwas. Also die Leute haben das nie verstanden und die haben mir schon eine schwere Zeit gegeben. Also da könnte ich viele Storys erzählen und das war schon nicht so einfach. Und da hat man, entweder hat man es gepackt als Frau und hat sich durchgesetzt oder man hat es halt sein gelassen. Ich habe ja in meiner ganzen Karriere immer wieder gegen dieses Image Free Jazz ankämpfen müssen, weil das ist natürlich Musik, die ist für viele Leute schwierig. Und gerade der Mensch auf der Straße, der jetzt kein Jazz-Fan ist, der kann damit natürlich gar nichts anfangen. Und damit lehnt er sofort den Jazz ab, weil er sagt, ich habe so oft schon gehört, ich zitiere, ach, das ist doch dieses wilde Gedudel mit einem Saxophon und wo man überhaupt nichts versteht und wo kein Thema, keine Harmonie. Das war so das Image, was die Leute immer so im Kopf hatten vom Jazz.